Hier zeige ich euch mal diesen WM-Orakel, wie ich das mal gemacht habe hier. Und zwar ist das so hier. Muss man, um den zu starten, muss man erstmal hier in der Mitte in so ein freundliches NPC hier, mit zum Beispiel Dorfbewohner, und platzieren und dann auf da drücken, hier. Und jetzt fängt er an, müsste hier anfangen zu zählen, hat er jetzt schon gemacht. Und da er jetzt hier drauf gegangen ist, zählt jetzt hier ein Signal. Und ist jetzt halt da gegangen. Wenn der nach da läuft, dann würde da ein weitergehen. Eins, der dauerhaft drauf ist, passiert nicht mehr. Dann müssen hier runtergehen, draufgehen, dass das Wetter auch ausgeht. Jetzt läuft er hier einfach nur lang, es passiert nichts. Und die Zeit läuft hier weiter ab. Eins zu eins ausgleichen. 2 zu 1. Wie werden die denn heute spielen, ne? Also jetzt lasse ich mal hier einmal den nochmal orakeln. 2 zu 1 in Deutschland. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Und der geht ja nicht bis 90, sondern bis 100. Ah, nicht bis 98, weil dann wird das auf 0 zurückgesetzt. Und 2 zu 2 Ausgleich. 2 zu 2. Dann würde das ja verlängert werden, wenn das so ist. Das hat er mal Orakel im Video vorher auch schon orakelt, hier 2 zu 2. Jetzt steht er hier gerade hier mit einem roten Signal gesendet, das ist da. Und wenn er jetzt hier so rüberlaufen würde, würde das hier ausgehen und wieder angehen, dann würde hier 3 zu 2 stehen. Ah, nur noch 13, 12 Minuten hat er noch. Ist er wieder da raus und wieder raufgegangen und passiert doch noch nichts, weil das jetzt so nicht ausgegangen ist. Jetzt sagt er hier bei 2 zu 2 und es setzt ihn automatisch auf 0 wieder zurück. Und wenn man jetzt hier drauf drückt, dann passiert hier nichts mehr. Und um das hier neu zu machen, muss man den am besten hier in die Mitte schieben und dann wieder den Knopf drücken. Was hinter den Kulissen passiert ist, hier hat sich ein T-Flip-Flop umgestellt und der lässt hier diese Glock laufen. Bei dieser Glock läuft sie so durch und wird einfach so ganz normal weitergecountet. Und da hier geht es bis, die haben es jetzt so abgegriffen, dass die 9 und die 6 hier. 9 und die 6, bei 96, das ist schon resettet, weil hier, es dauert 4 Sekunden, bis er sich, bis es hier aufhört zu laufen, dauert 4 Sekunden. Deswegen ist er schon bei 96 so resetten, weil sonst würde er sich bei 04, also schon bei 4 würde er erst anzeigen. Was er jetzt zum Beispiel als Anzeige noch 0 zu 0. Noch scheint sie 0 zu 0 zu stehen. Und das sind die Counter, die für die Tore zählen. Die sind jetzt beide noch bei 0 zu 0. Und das bedeutet, wenn hier einmal drauf gedrückt wird, wird hier so ein Signal reingelendet. Das im einen weiterziehen lassen. Das Endgate hier bedeutet, nur wenn da hier am Laufen ist, also nur wenn diese Glocke da am Laufen ist, wird er gezählt. Und das hier ist irrelevant. Funktioniert leider nicht. Und das hier auf beiden Seiten hier ist ebenfalls so. Wird er sozusagen so wieder mit der Stufe. Ich will erstmal alles ausmachen, dann kommt kurz, dass es wieder eine 0 wird. Und ich werde die Welt zum Download freigeben. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Natürlich nicht. Dann seid ihr wieder resettet, 0 zu 0. Und das war's.